Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Mit dem Wochenspruch aus dem 2. Korintherbrief begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Der heutige Sonntag heißt Trinitatis, das Fest des dreieinigen Gottes. Aber was hat es mit dem Glauben an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist auf sich? Er wurde unter Christen immer für sehr wichtig gehalten, denn er kam zustande, weil er existenzielle Fragen aufnahm. Aber wer kann sie erklären? Es gibt die Geschichte von dem Theologen, der vor Jahrhunderten als Ketzer nach Venedig flüchtete und dort vor dem Rat der Zehn zugab, dass er zwar Gott Vater und Gott Sohn begreife, aber den Heiligen Geist nicht verstehen könne. Zu seiner eigenen Überraschung wurde er nicht verurteilt. Er versteht doch wenigstens zwei, sagten die Richter. Wir verstehen keinen einzigen. Eins kann man sich aber jetzt schon denken, wenn Gottes Einheit in Vielheit besteht, dann gibt es in Gott Beziehungen. Gott will nicht allein sein. Ein Ausdruck dafür ist seine Dreieinigkeit. Sie wird uns heute beschäftigen, wünsche uns nur Mut. Und wenn wir an die Venezianer denken, es kann eigentlich nur besser werden. Herzlich willkommen. Lasst uns gemeinsam beten mit Worten des 113. Psalms. Halleluja, lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel oder auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes, der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja! Kommt! Lasst uns ihn anbeten. Wir beten. Großer Gott, du hast Himmel und Erde erschaffen. Deine Herrlichkeit erfüllt das Weltall. Du bist unter uns gewesen in Gestalt eines Menschen. Du hast in deinem Sohn Jesus Christus unser Leben und Sterben geteilt. Deine heilige Geistkraft wohnt in uns und hält uns lebendig. Deine Liebe, deine Freundlichkeit, dein Erbarmen umfängt unser Leben. Wir loben und preisen dich, den Dreieinigen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Die Lesung steht bei Jesaja im 6. Kapitel. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich:
Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Dann hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte: Hier bin ich. Sende mich. Halleluja, lobet den Herrn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Halleluja. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eigengeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, wenn man doch mit Ihnen reden könnte. Kommt Ihnen diese Idee bekannt vor? Ein modernes Buch hat sie verwendet und vielen Menschen damit sehr geholfen. Der Bestseller Die Hütte von William Paul Young ist ein Buch über das Leben, aber auch über die Dreieinigkeit Gottes. Es hat viel dafür getan,
sie und das Leben besser zu verstehen. Erzählt wird darin die Geschichte von Mac, dem todtraurigen Vater, dessen Tochter Missy einem Gewaltverbrecher zum Opfer gefallen ist. Eines Tages wird er durch einen Brief von einem gewissen Papa eingeladen und macht sich zu der Hütte auf, in der das Verbrechen geschah. Dort bricht er auf der Suche nach Gott und seiner Tochter zusammen. Doch als er sich auf den Rückweg machen will, geschehen merkwürdige Dinge und er kehrt zur Hütte um. Millionen Leserinnen haben mit Mac vor der Hütte gestanden und sich gefragt, was man jetzt tut. Wenn Gott in dieser Hütte wohnt, wie redet man ihn an? Doch gerade als die alte Wut auf Gott in ihm hochkommt, öffnet sich die Tür und er schaut so wörtlich in das strahlende Gesicht einer großen, dicken Afroamerikanerin. Sie ist in dieser Geschichte Gottvater. Nacheinander treten aus dem Haus eine Asiatin, die in ihrem Kristallfläschchen Tränen sammelt, und ein lächelnder Handwerker aus dem Nahen Osten, der das Haus in Ordnung hält. Die Frage, wie man Gottvater anredet, klärt sich schnell. Du kannst mich Elusia nennen. El heißt hebräisch Gott und die Usia ist ein Zauberwort der griechischen Philosophie für das Sein und auch für das allerhöchste Wesen. Die Heilige Geistin nennt sich Saraju, übersetzbar als Wind, und Jesus heißt einfach Jesus. An dieser Stelle des Buches hatte ich mich entschieden, es ganz zu lesen. Es läuft nämlich darauf hinaus, dass Mac der Trinität begegnet. Er wusste, dass sein Verstand Purzelbäume schlug, also versuchte er, sich auf eine Frage zu konzentrieren, die er besonders dringend beantwortet haben wollte. Zögernd fragte er: Wer von euch ist denn dann Gott? Ich, sagten alle drei gleichzeitig. Mac blickte von einem zum nächsten und obwohl er nicht begreifen konnte, was er sah und hörte, glaubte er ihnen doch irgendwie. In den folgenden Kapiteln wird Mackenzie den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist kennenlernen. Gott Vater, Papa oder eben Elusia genannt, ist Künstlerin mit einem Haus voller Bilder und Kunstwerke. Sie überrascht Mac auf Schritt und Tritt. Sie sorgt dafür, dass immer gutes Essen vorhanden ist. Sie mag Musik, vor allem die der Zukunft, weil Zeit ihr ja nicht so viel bedeutet. Sie weiß, was Mac sagen wird, freut sich aber trotzdem über die Gespräche. Dass sie Mac als Frau erscheint, hat mit seinem gewalttätigen Vater zu tun. Mit Mehl und Teig an den Händen, denn Gottvater ist nun mal der Schöpfer, spricht sie mit Mac über die Freiheit und das Böse. Denn dazu ist er eigentlich gekommen und es war Zorn, der ihn antrieb. Und so muss Elusia sich die Frage aller Fragen anhören, die Mac mit so vielen Menschen teilt: Warum hast du das Verbrechen zugelassen? In einem besonders ergreifenden Abschnitt wird Mac dann dazu gebracht, sich selbst als Richter zu erkennen. Er begreift, dass er es ist, der Urteile fällt über Gott, die Menschen und sich selbst. Immer wieder wird in diesem Buch das uralte Thema vom Leid in der Welt angesprochen und das hat ja mit der Allmacht Gottes etwas zu tun. Warum musste Missy sterben? Die Antwort lautet, sie musste nicht. Es gab keinen Plan, der das verlangt hätte. Es gibt Böses in der Welt und niemand in eurer Welt ist dagegen immun. Aber das Böse ist eben kein Werkzeug Gottes und nicht von ihm gewollt. Gott antwortet auf das Böse mit Gutem und darum kann Mac ihm vertrauen. Auf dem Weg zum Grab wird Mac von Gottvater begleitet, den er noch einmal fragt, ob er die bösen Taten nicht verhindern konnte. Die Antwort lautet, ganz wie bei Hiob im Alten Testament in der Bibel: Es kam aus Gründen nicht in Frage, die du zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verstehen kannst.
Am Ende des Buches könnte es uns gehen wie Mac. Wir verstehen nicht alles, aber wir glauben irgendwie. Jesus Christus, Sohn Gottes, zuallererst Mensch, Sohn seiner Eltern Maria und Josef, Bruder seiner jüngeren Geschwister, die noch geboren werden. Von Beruf Zimmermann. Er lebt die ersten 30 Jahre seines Lebens so gut wie völlig zurückgezogen. Nach den erstaunlichen und bewegenden Erzählungen, angefangen mit der jungfräulichen Empfängnis seiner Mutter, dann diejenigen rund um seine Geburt im Stall mit Besuchen von Hirten und Gelehrten, Engelschören und Sternwundern, da erfahren wir erst wieder etwas von ihm als Heranwachsendem. Als 12-Jähriger verblüfft er im Jerusalemer Tempel die Gelehrten mit seinem Schriftverständnis. Heute würde man ihn wohl als Wunderknaben bezeichnen und in eine Reihe stellen mit Musikwunder Wolfgang Amadeus Mozart, dem Rechenwunder Moritz Frankl oder dem sprachbegabten und von Immanuel Kant hochgerühmten Christian Heinrich Heineken. Als 30-Jähriger taucht er wieder auf der beschaulichen und im großen Römischen Reich völlig unbedeutenden Bühne in Galiläa. Ein Wanderprediger, Heiler, Prophet, sogar Messias nennen ihn die Leute. Geliebt beim Volk, insbesondere bei denen von der Gesellschaft Ausgegrenzten, den Verkrüppelten, den Armen, den Betrügern und den Gaunern. Und gehasst bei den Eliten. Ungemütlich, unangenehm, unbequem kommt er daher, verkündet den Anbruch des Reiches Gottes, dass ein Friedensreich sein soll. Nicht von dieser Welt, sondern eben von einer anderen. Deshalb setzen sie dann alles daran und finden am Ende auch einen Grund, ihn dran zu kriegen ans Kreuz, wo er den schlimmsten Foltertod der Antike erleidet. Und warum? Weil er anders war, weil er Gutes tat, weil er, wie gesagt, unbequem war. Sieht man von seinem Tod ab, so könnte man eigentlich sagen, bis hierher eigentlich ein ganz normales Leben. Gut, er war nicht verheiratet, er hatte keine Kinder, hinterlässt keine Enkel. Zumindest schweigt die Bibel über diese Dinge. Aber sonst? Der zweite Teil des apostolischen Glaubensbekenntnisses über Jesus Christus als Gott, den Sohn, ist der längste. Der Text wird an der Stelle spannend, wo es für unsere Begriffe vielleicht alles ein wenig kurios, eben anders weitergeht und kaum zu glauben in unserer heutigen Zeit. Auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, zu Rechten Gottes sitzend, von dort wird er kommen, zu richten. Hier ist nichts mehr normal, möchte man meinen. Wie kann das denn sein, auferstehen? Auffahren in den Himmel, auf einem Thron neben Gott sitzen und dann nochmal zurückkommen auf die Erde und das sogar als Richter. Die Frage ist, wer ist Jesus für uns noch heute? Wie begegnet er uns heute noch und wo? Ich erlebe ihn in meinem Alltag. Nicht immer ist mir das bewusst. Doch ich spüre seine Gegenwart, dann zum Beispiel, wenn ich mich auf ihn einlasse. Morgens beim Laufen durch die Weinberge beispielsweise, wenn ich das Jesusgebet spreche. Beim Ausatmen Jesus, beim Einatmen Christus. Und so kommt Jesus Christus leibhaftig in mein Leben und gibt mir einen Lebensrhythmus, der mir hilft für meinen Alltag. Und plötzlich sehe ich ihn doch.
in der Freundin mit ihrer Krebskrankheit und ihrer Familie, im Mann mit anfänglicher Demenz, den ich gerade nicht besuchen kann, in dem Freund, der um seine Existenz bangt, weil Corona ihn dazu verdammt hat, seinen Laden zu schließen. Ich sehe Jesus in der Krankenschwester, die unermüdlich und im Dreischichtbetrieb ihren Dienst tut, mit Maske natürlich. Ich sehe Jesus bei den Lehrerinnen und Lehrern, die trotz der Krise Schule machen, Kontakt halten mit ihren Schülerinnen und Schülern. Jesus in den Familien, die verzweifeln und ans Ende ihrer Kräfte gekommen sind, weil die Situation sie mehr und mehr mürbe macht und erdrückt. Jesus auf der Seite derer, die von uns anderen verachtet, verurteilt und deshalb vernachlässigt, jedenfalls nicht beachtet werden. Jesus mit dunkler Hautfarbe auf Lampedusa, in Moria und erstickend unter dem Knie eines weißen Polizisten. Und ich höre Jesus, der zu uns sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er verlässt seine Herrlichkeit, steigt herab vom Thron, wird Mensch, kennt, liebt und nimmt mich an, trägt meine Last und erquickt mich. Sein gerechtes Gericht bringt mir und uns einen ungekannten Frieden. Atmen Sie Jesus Christus ein mit dem Jesusgebet. Beten Sie im Ausatmen Jesus, im Einatmen Christus. Durch diesen Atem, den Wind Gottes, verändert sich das Antlitz der Erde. Und damit sind wir beim Heiligen Geist. Letzte Woche haben wir sein Fest gefeiert, das Fest des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, Vater und Sohn, na, da kann man sich eventuell noch etwas drunter vorstellen. Aber Heiliger Geist und dann an Pfingsten Ausgießung des Heiligen Geistes, das klingt eher etwas spooky und nicht so alltagstauglich, sondern eher was für Spezialisten. Doch der Kirchenvater Athenagoras, der aus Athen stammte, und wie sollte es bei dem Namen auch anders sein, hat schon im 2. Jahrhundert nach Christus zu bedenken gegeben. Ohne den Heiligen Geist ist Gott fern. Bleibt Christus in der Vergangenheit, das Evangelium ein toter Buchstabe, die Kirche ein bloßer Verein, ihre Autorität eine Herrschaftsform, die Mission Propaganda, die Liturgie eine Geisterbeschwörung und das christliche Leben eine Sklavenmoral. Der Heilige Geist verwandelt, macht den Glauben in uns lebendig. In dem Buch Die Hütte, von dem Pfarrer De Serno vorhin erzählt hat, heißt der Heilige Geist Sarayu, Wind. Wind ist unsichtbar, nicht zu greifen und doch da. Erkennbar nur an dem, was er bewirkt. Das Flattern eines Bändchens, das Rauschen der Bäume, mal ganz leicht und mal ganz heftig. Auch in der Bibel wird der Heilige Geist an vielen Stellen als Wind beschrieben. Unsichtbar, nicht zu greifen und doch von großer Wirkung.
Wind, Sturm, Geist, Atem. Das ist sogar ein und dasselbe Wort in den beiden Sprachen der Bibel, Griechisch und Hebräisch. Auf Hebräisch heißt der Heilige Geist Ruach, auf Griechisch Pneuma. Und beide Worte sind weiblich. Deshalb sprechen wir vielleicht besser von der Heiligen Geistkraft. Vielleicht ist das sogar weniger missverständlich. Geist klingt ja immer so ein bisschen wie Gespenst. Die Geistkraft Gottes ist von Anfang an dabei. Von Anfang an bei der Geschichte von Gott und seinen Menschen. Bereits bevor Himmel und Erde geschaffen sind, bewegt sich die Geistkraft, die Ruach, über den Wassern der Urflut. Über dem Chaos einer noch ungestalteten Materie sammelt sich das ganze Potenzial der Kreativität Gottes. Und es wird dann hervorbringen, unbelebte und lebendige Geschöpfe in ihrer Ordnung und in ihrer Vielfalt. Gottes schöpferisches Wirken in seiner Geistkraft lässt sich nicht begreifen und schon gar nicht herbeizwingen. Der Geist weht, wo er will. Aber die Geistkraft kommt plötzlich, unerwartet über den Menschen, meist stürmisch und bringt jeden, den sie ergreift, aus der Fassung. Sie verleiht außergewöhnliche Kräfte, unter anderem auch die Fähigkeit zu Visionen und ekstatischer Prophetie, aber auch den Mut zum Träumen. Sie bringt die Lebendigkeit in erschöpfte Menschen zurück. Denken Sie an Pfingsten, als die Geistkraft wie ein Sturm über die Jünger hereinbricht, ihre traurigen Gedanken wegpustet, frischen Wind in die Sache Jesu bringt und draußen alles heftig durcheinanderwirbelt. Wie die Jünger auf die Straße laufen, voll Begeisterung. Und sie erzählen von Gott und seinen Taten. Die Geistkraft setzt Menschen in Bewegung und sie entfacht etwas. Deshalb ist wohl das zweite Bild, das die Bibel für die Heilige Geistkraft verwendet, das Feuer. Sie entfacht die Leidenschaft, lässt uns Feuer und Flamme sein, für eine Sache brennen, so sagen wir, wenn jemand ganz begeistert ist. Aber auch Feuer braucht Luft, wenn es nicht verzehren will. Die Leidenschaft ist angewiesen auf Gott selbst. Die Geistkraft bewirkt, dass wir Gottes Taten erkennen und ordnet unsere Beziehungen zu Gott neu. Sie hilft uns, Grenzen zu überwinden, Mauern, hinter denen wir uns verkrochen haben. Wen sie ergreift, dem schenkt sie ein neues, ein liebevolles Herz. Sie schafft neue Gemeinschaft. Die Geistkraft ist Gott in uns. Die Geistkraft ist Gott in dir. Sie macht lebendig, ist wie der Atem, den Gott uns gegeben hat. Sie ist die Quelle der Kraft und der Freiheit. Sie bringt den Mut zur Veränderung. Sie erfüllt unsere Herzen mit der Liebe Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der unser Verstehen übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Du dreieiner Gott, lehre uns, wie Gemeinschaft gelingt, und sei mit deinem Segen in dieser Welt, die zerrissen ist, zerstritten, geschändet, gequält von Hass und Gewalt. Du dreieiner Gott, lehre uns, wie wir einander verstehen, und sei mit deinem Segen bei denen, die gegen Hass und Gewalt demonstrieren. Du dreieiner Gott, lehre uns, Versöhnung zu suchen, und sei mit deinem Segen bei denen, die sich der Gewalt verweigern und Brücken bauen. Du dreieiner Gott, lehre uns, barmherzig zu sein, und sei mit deinem Segen bei den Kranken und Sterbenden und bei denen, die sie pflegen und beschützen. Du dreieiner Gott, lehre uns, füreinander da zu sein, und sei mit deinem Segen bei denen, die mit ihrem Wissen und Können dem Leben dienen. Du dreieiner Gott, lehre uns zu glauben und sei mit deinem Segen in deiner weltweiten Kirche, in unserer Gemeinde, bei unseren Freunden und Familien. Du dreieiner Gott, du bist die Quelle, du bist das Leben, bei dir ist Frieden. Dir vertrauen wir uns an, heute und alle Tage. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat und wie es Christinnen und Christen auf dem ganzen Erdkreis tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.